Das ist schon nicht ungefährlich, aber das könnte man schon noch schaffen. Das sieht jetzt schlimmer aus. Hier sind so eine Art Stufen. Aber da unten schon besetzt ist durch irgendwelche Angler, die mit dem Boot gebracht wurden, lassen wir das mal. Und gekommen sind wir von, gehen wir ein bisschen zu sein. Sind wir von da, diese interessanten Stufen hoch. Da geht es dann hoch, da ein bisschen links rum, dann wieder nach rechts. Und weiter kann man es nicht filmen, weil da oben, dann, da geht es dann nochmal ein ganzes Stück hoch. Also, wie heißt das? Fermentor? Also den Cache, der lohnt sich auf jeden Fall. Den kann ich nur empfehlen, ruhig auch ein Stück weiterlaufen. Und ab dieser Stelle würde ich es mir echt gut überlegen, ob ich es weitermache. Davor ist es alles noch im grünen Bereich, aber hier wird es dann auch schon grenzwertig. Man muss ja auch mal bedenken, man muss ja wieder hoch dann. Solltet ihr den Weg machen, ne? Immer vorsichtig mit diesen Geländern. Ja, die sind also wirklich nicht mehr das, was man sicher nennt. Augenblick zurück. Ist halt an dem großen Leuchtturm, ist der Cache, der kurz daneben liegt, echt geil. So, der Cache hat auch schon wesentlich weniger Loks als alle anderen. Nämlich oben gibt es auch einen, der wird mit Sicherheit mehr Loks haben. Aber ist auch verständlich, so ganz ohne ist das nicht hier runter. Wenn ich da noch Kinder oder was dabei hätte, würde ich das auch sein lassen, aber ja, ist schon sau cool. Ist der Ort Polenza. Hat eine schicke Kirche. Hat wohl einen schicken Wochenmarkt, sonntags haben wir gehört, von einem, dessen Portemonnaie wir an einem Geocaching-Versteck gefunden haben, inklusive Ausweis und Führerschein und allem. Die haben uns dafür auch einen Kaffee und Tee ausgegeben. Die waren ganz glücklich, den vor dem Flug wieder zu haben. Und diesen hier wollte ich empfehlen. 365 Stufen heißt der, glaube ich, auch. Ist eine Sehenswürdigkeit in Polenza. Man sieht, hier geht es ganz schön weit runter. Und obwohl wir schon da so sind, geht es da auch noch mal ein ganzes Stück hoch. Ich würde mal sagen, der eine ist 365 Stufen, der andere ist Halfway the Stairways oder so ähnlich. Ja, das könnt ihr doch selber gucken. Aber Polenza sucht nach den 365 Stufen. Die lohnen sich, aber auch wirklich laufen, sonst sind die ja langweilig. Fertig. Treppen sind einfach nicht meins, müssen tatsächlich welche genau vom Eingang rumlaufen. Aber man sieht, so sieht es aus, wenn man die letzten Stufen hochkommt. Ein Gedicht. Ah, wir sind jetzt vor der Dracheninsel, die sonntags nicht angefahren wird. Deswegen mussten wir uns was anderes suchen. Und vor Ort gibt es einen Gassi-Pott-Cache. Und den möchte ich mal wärmstens empfehlen. Wir sind jetzt, sagen wir mal, in der Nähe des Finals. Und man sieht doch, glaube ich, rundherum grandios. Also, absolut empfehlenswert. Nochmal zurück. Sucht einfach nach Gassi-Pott-Tom. Ja, warte, geht da mal, lass mich doch noch mal hin, Eike. Da, wo der Weg wieder runter geht. Ich möchte einmal den Weg nach unten filmen. Es gibt keinerlei Weg. Weg ist einfach geprahlt. Sondern hier geht's runter. So 300 Meter sind es eigentlich nur. Aber es geht relativ steil bergab und es sieht die ganze Zeit so in etwa aus. Also lange Hose und ähnliches ist Pflicht, egal wie das Wetter ist. Sonst reißt ihr euch die Beine wirklich in Stücke. Also, das ist schon, der hat sich seinen T4 oder was das ist. Absolut verdient. Ja, es gibt keinerlei Weg, möchte ich nochmal erwähnen. Oh, jetzt versammeln sich die Möwen vor der. Wo machen sie das denn? Keine Ahnung. Also, wer schöne Caches sucht mit einer hohen T-Wertung, die ohne Zusatzmaterial machbar sind, T4 eben, Gassipott-Tom in dem Örtchen vor der Dracheninsel. Ich weiß nicht, wie die Halle heißen, kann das eh nicht richtig aussprechen. Aber das findet ihr schon, wenn ihr nach der Dracheninsel sucht und euch da die Multis in der Gegend anschaut. Frisches Essen braucht, muss unbedingt auf den, wie heißt der Market? Dulua, auf jeden Fall in Palma. Der größte Markt. Kuchen, alles gibt's. Pansen. Auswahl satt hier. Riesiges Teil. Ja, warm, kalt, alles. Auch Süßigkeiten reichlich. Vor allen Dingen endlich mal was, wo man überhaupt mal was kriegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Höhle. Aber die Wanderung ist genial von Orient aus. Sucht euch einfach den Multi von Homer J. Und dann kommt ihr in so eine Höhle. So, wir haben noch zwei Spanier hier. Die zufällig nach dem gleichen Zeitpunkt hier angetroffen sind. Und die Tür, die eigentlich zugehört, ist offen und wohl oft offen, deswegen kann man dann hier rein.
ist einfach beeindruckend, echt beeindruckend. Also das ist absolut ein Besuch wert. Sollte man echt mitgenommen haben, kann ich verstehen, dass die Leute das empfehlen. Grandios. Hier oben ist ein Loch drin. Gott sei Dank, sonst wäre es auch ein bisschen sehr duster. Der Zugang ist schon sehr duster, also eine Lampe ist schon von Vorteil hier. Und dann kann man halt auch mal an diese Dinger ran und tatsächlich gucken. Ganz komische Nässe. Die bleibt gar nicht so richtig an den Fingern. Man spürt die kaum, sieht viel nasser aus, als es ist. Also es ist Klasse. Also man kann das wirklich mal von ganz dicht angucken, was man ja sonst nicht reinkommt. Und man sollte natürlich nichts abbrechen oder so. Aber schon cool. Also. Ja, harter Weg von Orient aus, aber hat sich allemal gelohnt. Cache, ja, suche ich nochmal raus. Also, wie gesagt, Homa J ist ein Multi, nah bei Orient, so heißt der Ort, und dann findet ihr ihn auch, kein Problem. Geniales Teil. Auf dem Weg sind noch ein paar Tradis, ja, kann man machen, muss man nicht. Die Earth Cache, ja, war mir viel zu kompliziert, ist eh schon auf Ignore. Aber für den hier, geil.